Silvia Kube und Gundula Kronawitter nehmen mich heute mit in den Münchner Stadtteil Lehel. Hier lebten im 19. Jahrhundert vor allem Tagelöhner und Wäscher. Heute wohnen hier eher die Betuchten. Im Lehel befindet sich zum Beispiel der evangelische Dom, also die St. Lukaskirche, und das Maximilianeum. Diese Tour habe ich mir aus dem neuen Stadtteilführer des evangelischen Bildungswerks ausgesucht. Was ist denn das Besondere an diesen Stadtteilspaziergängen? Das eine ist eben, dass es von Ehrenamtlichen gemacht wird. Das zweite ist, dass es sehr dialogorientierte Stadtteilführungen sind. Und das dritte ist eben, dass Kirchengemeinde sichtbar wird, also auch die Angebote von Kirchengemeinden. Los geht's bei einer der unbekannteren Münchner Kirchen, der St. Anna Klosterkirche. Die Vorstadt Lehel war lange der Dompfarrei zugeordnet. So war der Weg zur Sonntagsmesse weit und beschwerlich gewesen. Erst als 1727 der Kurfürst Maximanuel hier ein Kloster gründete, wurde es leichter für die Lehler. Viele damals bekannte Künstler wirkten mit. Die berühmten Brüder Adam zum Beispiel schmückten diese bedeutende erste Rokokokirche aus. Gott sei Dank hat die Klosterkirche die Säkularisation 1803 gut überstanden. Es mussten zwar die letzten drei Mönche das Kloster verlassen und es wurde zeitweise zu einer Kaserne umfunktioniert. Aber 1827 hat König Ludwig I. wieder Mönche geholt, diesmal Franziskaner. Es wohnen jetzt noch 22 Mönche hier. Zum nächsten Highlight müssen wir nicht lange gehen. Gleich gegenüber ist die St. Anna Pfarrkirche. Weil es so eng wurde in der Klosterkirche und das Lehel um 1880 schon einen großen Zuzug hatte, wurde eine größere Kirche notwendig. Das Geld war knapp, aber die Erbschaft eines Sägemüllers und eines Privatiers machte den Bau möglich. Aber nicht nur der Privatier spendete reichlich, auch die Leheler spendeten ganz ordentlich, obwohl sicher die Mehrheit eher arm war. Und weiter geht's zum Max-Monument, das Max dem III. Josef König von Bayern gewidmet ist. Unser dritter König von Bayern, König Maximilian, war nicht so gern Monarch. Er wäre gerne und lieber ein Wissenschaftler geworden. Er war ein König, der zu sozialen Fragen eine gute Einstellung hatte. Und er war ein katholischer König, der evangelische Nordlichter nach München brachte, Wissenschaftler und so den Ruf der Münchner Universitätsstadt festigte. Ja, und deswegen sitzen zu seinen Füßen vier allegorische Figuren. Der junge Mann mit Palmzweig und Füllhorn steht für den Frieden. Der Mann mit Helm und Schwert steht für die Stärke und er schaut auf den Bayerischen Landtag. Aber es sind nicht ausschließlich männliche Figuren. Die eine mit der Fackel symbolisiert die Weisheit und die andere Frau mit Buch und Schwert, sie steht für die Gerechtigkeit. Ja, jetzt sind wir am Ende unseres Rundganges angelangt und beschauen uns diese ganz besonders schöne, imposante evangelische Lukaskirche an. Also sie ist prächtig anzusehen und verleiht mit ihrer dominanten und schönen Kuppel der Isarpromenade ein ja doch würdiges Aussehen. Die Lukaskirche ist als drittes evangelisches Gotteshaus im Stile des Historismus 1896 eingeweiht worden. Der Berliner Dom war das Vorbild und 1700 Sitzplätze hat diese Kirche hier. Heutzutage fast ein bisschen zu viel. Und es gibt noch was Besonderes in dieser Kirche. St. Lukas bietet seit vielen Jahren ein Winterquartier für obdachlose Frauen an. Es gibt 11 Schlafmöglichkeiten und die Frauen können hier duschen und bekommen ein Abendessen und ein Frühstück. Und Sie sehen, im wohlhabenden Lehel gibt es auch Armut und Bedürftigkeit, eben Gegensätze.
Eine Gemeinde mit Gemeinsinn und geistlicher Ausstrahlung. Das und noch viel mehr kann man bei den Stadtteilspaziergängen in München entdecken.